Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18. Mauer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute gibt es natürlich hier wieder das Schatzsuchen-Event. Aber bevor wir das Ganze starten und da die Skillspiele spielen und versus Angriff, werden wir erstmal höchstwahrscheinlich, ich hoffe, es reichen die Erfahrungspunkte aus. Das wird richtig, richtig knapp. Würde ich gerne eigentlich Courtois auf 110 bringen. Also wäre eigentlich geil und wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es. Unser erster Spieler auf 110. Das heißt, ich kann den Rang benutzen. Oh. Oh, oh, oh. Das heißt, er hat jetzt... Wie mache ich denn das? Rangaufstieg. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier benutze. Rangaufstieg. Wie benutze ich denn das, Leute? Ich habe keine Ahnung. Elite-Torwart-Rangobjekt. Damit kann der Rang eines... Verbessere dein Kontolevel, um weitere Rangobjekte zu erhalten. Das heißt, ich brauche Level. Für diesen Rang ist ein 95er Torwart. Ach nee, ich hab schon. Ich brauche... Hä? Als ob ich... Ich brauche einen 90er Basisspieler, um den Rang von diesem Spieler zu erhöhen, oder was? Leute, erklärt mir mal das mit den Rängen da. Also brauche ich jetzt von allen? Ja, wahrscheinlich. Also brauche ich... Hey, ich muss den Spieler nochmal haben, um den Rang zu erhöhen. Sehe ich das richtig? Als ob. Hä? Als ob ich so ein... Als ob ich Courtois nochmal brauche. Den kann man doch gar nicht kaufen, oder? Das ist doch gar nicht möglich dann. Keine Auktion möglich. Also den, ich kann doch gar nicht den Rang erhöhen von ihm, oder? Oder stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch, Leute? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Das interessiert mich mal echt, weil... Ich war halt noch nie so weit, um Ränge zu erhöhen. Und jetzt ist es möglich. Genau, ja. Heute gab es ja auch schon ein Video, Leute. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir werden jetzt reingehen, erstmal in die 3 versus Angriffsspielchen. Und genau, danach vielleicht noch die 10 Skillspiele machen oder nur ein paar davon oder normal versus Angriff noch. Genau, auf jeden Fall erstmal Schatzsuche versus Angriff mit 110 Courtois. Bin ich gespannt, ob der mehr hält. Der Gegner hat bloß 101, der Keeper. Ich glaube, Mochoa war das. Also da steige ich noch nicht durch, als ob ich jetzt... Ich kann noch gar nicht nochmal Courtois abholen, das heißt, es ist noch gar nicht möglich, den Rang zu erhöhen. Das wäre natürlich absolut belastend, wenn Courtois bei 110 bleibt. Klar, 110 ist erstmal eine Bewertung, wo ich so schnell jetzt hier nicht rankomme. Hä, wo ist denn der Keeper? Hä? Da war eben kein Keeper im Tor, oder? Oder war ich blind? Hä? Was ist das für eine Folge hier? WTF? Okay, jetzt ist der Keeper drin. Hä, war das... Leute, war ich eben echt blind oder war da eben echt kein Keeper drin? Lol. Okay, komm Salah. Dafür haust du den mal in den Winkel. Natürlich nicht, natürlich an die Latte. Dankeschön dafür. Sadio Mané. 2 zu 2, 2 zu 3 Ronaldo. Ja, weil so, wenn der Gegner einen Ronaldo hat mit 109, ist natürlich doch wieder ein bisschen einfacher da, die Tore zu machen gegen unseren 110er Courtois. Aber hat ja nicht jeder Gegner so einen starken Ronaldo, ist klar. Ja, Ochoa, du bist der King. Wir verstehen's alle. Ja, ja, 3-4. Nein, er macht das fünfte Tor. Ey, komm, Unentschieden ist noch drin. Unentschieden ist noch drin. Marco Reus. Aber nicht, wenn ich ihn an die Latte haue. Jawohl, Marco Reus, stark. Schöner Einsatz. Tolle Chance, einfach schnell verwerten. Und dann kriege ich nämlich noch eine. Und dann mache ich das 6-5. Komm, Sadio Mané. Ich habe es schon lange gesagt. Salah und Ronaldo sind die besseren Longshot-Taker und sind die besseren, ja, Stürmer, die vorne einen besseren Abschluss haben. Ist jetzt, heißt ja aber nicht, dass Sané schlecht ist. Sadio Mané schlecht ist, sondern Ronaldo und Salah sind einfach besser. Die haben einfach einen besseren Abschluss. Klar, das war einfach auch nicht gut gemacht, eben von mir, von mit Mané, aber der hätte ja trotzdem reingehen können. Wisst ihr, was ich meine? Hätte ich unentschieden gespielt, hätte ich ganze zwei Leglospunkte mehr gehabt. Wir gehen rein ins zweite Spiel und der hat einen Ronaldo und einen Messi mit 107. Ach Mann! Kann er nicht mal nur einen 101er Stürmer haben oder so? Hat nicht so einen richtig starken...
Mann. Ist aber eigentlich auch klar, weil man die Stürmer eigentlich am liebsten und am häufigsten trainiert und da halt die stärksten Spieler hat. Ich habe jetzt einfach mal auf Keeper gesetzt. Ja. Ist eigentlich egal, was man trainiert. Das ganze Team muss stark sein. Am wichtigsten ist natürlich der Sturm, weil man mit den Sturm die Tore macht. Aber ab und zu startet man ja auch Mittelfeld und wenn man da halt 70er-Spieler hat, ist es natürlich ein bisschen schlecht. Aber 70er-Spieler ist eigentlich unmöglich, da solche schlechten zu haben. Egal. Wir versuchen jetzt zu gewinnen und das ist alles, was zählt. 4 zu 2. Machen wir mal hier weiter. Komm, Salah. Simsala. Mach ihn. Nein. Ah. 50 Sekunden. Mané mit dem Rainbow. Mané. Jawohl. 3 Tore Vorsprung. Das könnte schon fast ausreichen für den Sieg hier. Vielleicht ist es schon sogar der Sieg. Ja, ich glaube doch noch nicht. 30 Sekunden. Ja, nee, das ist nicht der Sieg. Das ist nicht der Sieg. Komm, Ronaldo. Du musst hier nochmal ein Türchen machen. Du musst nochmal ein Tor machen. Es steht 5-5. Ich war mir schon fast sicher, dass ich hier gewonnen habe. Und jetzt führt der Gegner gleich. Er führt sogar. Und Mané, bitte. Ah, das gibt's doch nicht. Komm, Salah. Salah. 6-6, komm. Nein, als ob der noch das 7. Tor macht. Und ich krieg einen Freistoß. Jawolski mit Roberto Carlos. Komm, geh rein. Und er geht rüber. Ich verliere. Geil. Drittes Schatzsuchen versus Angriffsspiel. Der Gegner hat wieder eine Bewertung besser als ich. Michu. Also ich glaube, danach muss ich noch ein Frust versus Angriffsspiel machen. Also ein normales Frust versus Angriffsspiel. Weil bei diesem Event kann ich ja dann eh keins mehr machen. Ach, Mann, ey. Mir kommt es wieder so vor, als würden die Gegner hier einfach viel besser sein, wenn man normal versus angespielt und auch einen gleich starken Gegner bekommt. Das kommt mir irgendwie immer so vor. Ihr könnt mal gerne euren Eindruck schreiben. Bin ich mal gespannt. Komm, ja, da geht eh nicht rein, weil viel zu weit weg der Freistoß war. Das war schon einfach wieder eine Aktion, die einfach Zeit gekostet hat und quasi mit gar keinem Gegenwert. Ich hatte nichts davon. Komm, Salah. Ja, ach, Mann. Habe ich eben gesagt, dass Mané, ach, dass Salah und Ronaldo bessere Abschlüsse haben? Habe ich, oder? Komm, jetzt ein Pieplitzer. Schade. Kennt ihr Pieplitzer? Keeper von Energie Cottbus damals. Der hat so einen Ball mal gegen den Hinterkopf bekommen und dann, ja, ein Eigentor. Und ich schieße den schon wieder rüber. 1 zu 2. Als ob ich hier einfach alle Spiele jetzt verliere. Eins muss ich doch wenigstens gewinnen hier versus Angriff. Einmal die 8 Punkte klar machen. Einmal, Mann. Einmal und nie wieder. Und wieso köpft er? Wieso köpft Mané? Nimm den doch Volley. Ey. Ja. Ah. Alter. Ja, komm, ein normales mache ich noch. Ein normales versus Angriffsspielchen. Und das muss ich jetzt gewinnen, Leute. Kommt drauf an, wie stark der Gegner ist. 98, Leute, den Gegner zerfetze ich jetzt, Mann. Ich hab Frust im Bauch, Leute. Und mit Frust spielt man besser. Man muss den ganzen Frust jetzt hier rauslassen. Ohne Witz, Mann. So ein Müll. Das lief so schlecht hier heute. Ich habe mir fest vorgenommen, alle drei zu gewinnen. Was mache ich? Ich verliere alle drei. Dafür wird dieser Gegner jetzt hier zweistellig abgezogen, Leute. Ich sag's euch. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch. Ja, 3-0. 7 Türchen noch. 7 kleine Türchen noch. 6 Türchen noch. Komm, let's go. Jawohl, 5. Und das, wir sind gut in der Zeit, Leute. Wir liegen sehr, sehr gut in der Zeit. Wir liegen richtig gut in der Zeit. 6-1. Das mache ich mit Salah alleine. Ja, 7-2. 8-2. Und noch 30 Sekunden, Leute. Wir können den Gegner so zerstören hier. Ist natürlich auch keine schwierige Aufgabe, aber ja, wenn man hier 3 Spiele hintereinander verloren hat, ist es mal gut, gegen so einen Gegner zu spielen.
Okay, zweistellig haben wir schon mal geschafft. Jetzt ist alle, eigentlich quasi alles Bonus. Mal schauen, wie viele Tore ich noch mache. Salah. Salah. Ja, klar. Klar, klar. Ja. Tolle Chance, kriegen wir nicht mehr. Doch, kriegen wir. Ronaldo, ich habe jetzt aber eh schon drauf geschossen. Egal, Leute. 10 zu 5 gewinnen wir jetzt hier das Versus-Angriffsspiel im normalen Modus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus an dieser Stelle für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.